Ja, Entschuldigung, das dauert jetzt ein bisschen länger hier. Ich dachte, die Steinbruchhütte wäre jetzt fatal, wenn ich die baue, aber ich habe ja hier noch zwei so eine Minenarbeiter. Die habe ich nicht mitbekommen. Hätte ich mal hier geschaut, hier hätte man das gesehen. Warum nicht? Nur das ist ein Träger. Ein Planierer, ein Bauarbeiter, das hier. Das sind Arbeiter oder wie soll ich das jetzt verstehen? So in einem Dreh, oder? Das sind Arbeiter. Ganz normale, okay. Na gut. Ist egal. Das Wohnhaus haben wir gleich fertig. Ich weiß, das zieht sich jetzt ein bisschen hin. Ich werde dann daraus ein paar Pioniere machen, dann werde ich hier Kohlenmine, Goldmine und Eisenerzmine bauen und dann können wir auch alle drüber schicken. Was die uns rüber schicken hier an Steine, kriegen die an Eisen zurück. Aber die haben ja noch nicht mal eine Waffenschmiede. Ah doch, da bauen sie jetzt eine. Okay. Da haben die jetzt eine gebaut, alles klar. Fehlt noch. Der letzte Esel ist schon unterwegs. Sehr gut. Dann ist das Wohnhaus wenigstens schon mal fertig. Gut. So, was wir jetzt schon mal anfangen können zu bauen, wäre vielleicht obwohl. Brauchen wir hier noch eine Getreidefarm? Davon nicht hier. Die brauchen wir vielleicht hier. Ja, ist überall kaputt. Baut dann am besten. Reißen wir die ab. So, dann halten wir das in Grenzen hier so ein bisschen. Und der letzte Stein endlich. Jetzt haben wir ja, Dorfbewohner. Träger. Puh. Hat lange gedauert. Aber nun sind wir endlich dabei. Falls ich es echt nicht schaffen sollte, na gut, dann muss ich halt nochmal von vorne anfangen. Dann ist es so. Werdet ihr nicht miterleben, dass es so ist. Okay. Puh. Sehr schön, die gehen erstmal ihrer Arbeit nach. Neue Steine kommen dazu. Sehr gut. Landeinnehmer werden wir auch gleich holen. Müssen wir die bloß oben lang schicken, anstatt dass die hier einmal quer durchs Land gehen. Nicht, dass die hier angegriffen werden von den Bogenschützen. Und da hoch. Halt. Genau. Wir wollen ja nichts riskieren hier, ne? So, dann könnt ihr mal da hochgehen. Und, ach nee, Quatsch. Hier noch weiter nach oben. Da. Und ihr hier, genau. So, dann haben wir das auch schon mal. Eisen und Kohle. Der Steinbruch ist dann auch fertig. Wunderbar. Die Getreidemine wird dann auch fertig bald. Puh. Und wenn wir das Land hier erstmal erweitern. Mit denen hier. So, einnehmen bitte. Und ihr bitte dann auch. Holt euch das Eisen und die Kohle. So, jetzt können wir wenigstens ein bisschen was bauen.
Gut. Brauerei bräuchten wir auf jeden Fall. Die stellen wir mal dahin. Land bekommen wir jetzt, sodass wir hier noch ein bisschen was bauen können. Und dann können wir auch in der Wüste bauen. Da ist schon wieder so ein verdammter Priester. Gut, dass der uns nichts abziehen kann. Komm schon, auf den Platz. Versuche mich zu schwächen. Hilft eh nichts. Die haben keine Verteidiger hier. Alle Bogenschützen sind weg. Wo sind die hin? Wo sind die alle hin? Da sind drei drin. Einer war noch übrig. Hier nicht. Wo haben die denn den letzten Bogenschützen neu hingesteckt? Haben da noch einen über hier? So, du siehst da nach Kohle. Hier haben wir Eis, Eis, wunderbar. Das nehmen wir alles mit. Und hier noch eine schicke Kohlenmine erstmal. So. Dort brauchen wir eine Eisenschmelze. Werkzeugschmied hier unten. Da erstmal das Wichtigste, dass wir Werkzeuge rankriegen können. Und wir danach immer noch weiter ausbauen können. So, einen Spitzhacke haben wir hier noch. Wir haben zwei Minenarbeiter, das ist gut. Dann haben wir die dritte Spitzhacke dann für den dritten Minenarbeiter. Und dann geht's los. Zucht wäre, glaube ich, ja, so halbwegs gut. Direkt neben der Quelle sozusagen, aber hier unten wäre es auch neben der Quelle. Hier haben wir wahrscheinlich die obwohl es geht. Das geht. So, der letzte Stein ist da, sehr gut. Jetzt können wir ja hier schon mal ein bisschen was bauen wenigstens. Die Minen brauchen auch noch ein bisschen. Esel kommen jetzt hier richtig viele rein, sehr gut. Ach, Steine haben die auch noch genug, also. Da brauche ich mir erstmal keinen Kopf machen. So, eine halbe Stunde haben wir schon rum und bei uns passiert jetzt erst richtig was. Und zwar bauen wir hier gerade uns ein bisschen auf. Hoffen wir mal, dass das auch weiterhin so gut funktioniert. Und dass wir nicht angegriffen werden erstmal. So, ich werde schon mal eine dritte Eisenerzmine bauen, weil wir brauchen sehr viel Eisen dann auf jeden Fall. Noch eine Schmelze wäre ganz gut, glaube ich. Ich da oben mal eine hin. Je mehr Eisen wir produzieren, desto besser. Da nochmal nach Kohle. Eine Kohlenmine reicht nicht. Auch wenn er viel finden würde wahrscheinlich, aber lieber noch eine, dann haben wir auf jeden Fall genug da.
Steine kommen auf jeden Fall ran, sehr gut. Was wird als nächstes fertig gemacht? Ich glaube, die Minen erstmal, oder? Ja, erstmal die Kohlenmine, sehr gut. Oh, sehr schön, die Steine kommen jetzt hier ohne, nach und nach ran. Von unseren Verbündeten, das ist sehr gut. Da kommen die nächsten schon. Und unser Steinmetz, der produziert ja auch fleißig. Wenn die Steine hier weg sind, dann kann ich die Getreidefarm ein bisschen hier rüber setzen. Also mit Anpflanzen. Das ist cool, sehr gut. Die nehmen wir mit. So, und da haben wir nur noch wenig hier Träger. Also wir werden nochmal hier ein Wohnhaus bauen, dann haben wir wenigstens genug Leute. Eisenzwinde ist fertig, sehr gut. Kohlmine wird als nächstes hoffentlich fertig. Eine Spitzhacke wäre ja noch. Also müsste es auf jeden Fall gehen. Ein Minenarbeiter geht da rein und einer noch da. Okay, dann passt das. Gut, die Eisenzmine ist fertig. Der geht da hoch. Und die ist auch fertig. Mal schauen. Schnappt der sich jetzt die Spitzhacke, denke ich mal, und dann geht er darüber. Jawohl. Sehr gut. Kohle haben wir schon mal und Eisenerz haben wir auch. Dann kann ich jetzt da schon mal eine Schweinezucht hinmachen. Und den Schlachter dort. Die Mühle hier. Und den Bäcker. Den hauen wir hier hin. So. Das ist nicht allzu viel, allzu weit getrennt hier von den ganzen Sachen. Dann passt das schon. Eselzucht hat man noch nicht. Die brauchen wir auch noch. Machen wir da hin, dann brauchen wir noch ein Wasserwerk. Oder sollte trotzdem mit den Liefern der Steine kein Problem sein, denke ich mal. Ah, sehr gut, die Schmelze ist auch fertig. Wunderbar. So, dann brauchen wir nur noch Getreide. Erstmal für die Brauerei auch. Sehr, sehr schön. Werkzeugschmiede wird auch schon fertig gemacht. Brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Leute. Und dass wir noch hier oben ein Wohnhaus hinbauen. Aber das wird noch ein bisschen dauern mit dem Planieren, ne? Ist klar. Weil wir können ja die Landeinnehmer hier dann auch noch umwandeln, so ist nicht, aber machen wir dann, wenn die erstmal genug Land hier eingenommen haben. Es fehlt eine Spitzhacke, ja, das ist klar. Können wir ja schon mal in Arbeit nehmen. Zwei Spitzhacken. Eine Kohlmine brauche ich auch noch. So, einen Werkzeugschmied haben wir schon mal da. Und vielleicht kriegt er auch Kohle. Eisen kriegt er auf jeden Fall schon. Aus, als ob die Schmelze die Kohle kriegt. Okay. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber was will man machen? Müssen wir halt erstmal auf Nahrung warten. Nun gut.